Willkommen, willkommen. Ja, hallo Leute. Heute mal die Auslosung zum Giveaway. Vorher möchte ich aber noch ein paar wichtige Sachen abklären. Und ja, ich fange einfach mal mit der Object-Doc-Leiste hier oben an. Wie ihr gestern schon gesehen habt, hatte ich hier die fünf Icons in der Mitte und außen so abgerundete Rechtecke. Ja, das habe ich jetzt wieder ein bisschen abgeändert, da mir die nicht gefallen haben. Und jetzt so, wie ich es hier erstellt habe, gefällt es mir ganz gut. Wenn ihr dazu Infos haben wollt oder ein Video, wie man sich die erstellt, dann sagt mir Bescheid. Ich werde die jetzt erstmal so ein paar Tage drin lassen, da die mir doch recht gut gefallen. Dann gab es noch einige Fragen bezüglich des Windows-Designs, was ich gestern in dem Video hatte. Dazu muss ich sagen, das ist heute auch schon wieder raus, wie ihr hier sehen könnt. Also ich habe es gestern eigentlich schon rausgenommen. Ich habe es gestern nur getestet. Und es war natürlich ein Fehler, das in dem Tutorial mit drin zu lassen. Ja, aber egal. Es war eine Demo-Version und ich wollte einfach mal gucken, wie das so aussieht. Es sah auch ziemlich gut aus, aber ja, es hatte so seine Macken. Und ist natürlich auch nicht umsonst, deswegen habe ich das auch nicht vorgestellt. Ihr findet das Ganze auf der Stardock-Seite. Das sind übrigens auch die, die mir das Dock hier zur Verfügung stellen. Kostenlos. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr auf Products geht, habt ihr Window Blinds. So heißt das Ganze. Und damit könnt ihr dann dieses Style bei euch einstellen. Wie gesagt, das ist eine Demo. Die Vollversion kostet $50. Hier gibt es noch eine abgespeckte Version für 19. Ja, wenn ihr euch das mal angucken wollt, geht halt auf stardock.com und ladet euch mal runter. Aber für mich war es nichts. Ja, dann bedanke ich mich noch für die Interesse an dem gestrigen Kartonvideo. War ziemlich groß, da kamen sogar zwei Videoantworten drauf und ich habe sogar ein Bild geschickt bekommen, blende ich am Ende noch ein. Und ja, dazu kam dann auch die Frage mit Tutorials, wann kommen welche, welche sollen kommen, etc. Da könnt ihr mir einfach mal was zusenden, was ihr euch wünscht, was ihr meint, was gut wäre, was innovativ ist, was es nicht schon 5000 Mal gibt und was natürlich auch etwas einfacher ist, damit es die Leute auch verstehen. Schickt mir einfach eure Ideen zu. Ich gucke, was sich umsetzen lässt. Ich kann jetzt keinem von euch versprechen, dass auch nur irgendeine Idee von euch umgesetzt wird, aber es inspiriert mich vielleicht oder bringt mich auf neue Ideen. Von daher wäre das eine gute Alternative. Ja, dann kommen wir einfach zum Hauptteil des Videos und zwar zum Giveaway. Ich werde das Ganze in einem Stück aufnehmen, damit man mir da keine Fake-Gewinner ja, vorwerfen kann. Deswegen werde ich jetzt einen Schnitt machen und dann das komplette Giveaway abfilmen. Also bis gleich. So, dann fange ich mal mit dem Giveaway an. Ich habe hier ein paar Sicherheitsvorkehrungen getroffen oder werde einige anwenden. Zum einen zeige ich euch hier mal eine Uhr. Dann könnt ihr auch sehen, dass da nicht gefaked wurde. Die Uhr läuft. Ihr könnt ja später im Video schauen, ob Anfangs- und Enduhrzeit miteinander stimmig sind. Die zweite ja, Sicherheitsvorkehrung ist, ich nehme das Ganze in einem Take auf. Das heißt, es gibt keinen Schnitt während dem Giveaway. Und ja, somit kann ich keine Gewinne oder Gewinner faken. So, hier ist die Liste der Teilnehmer. Falls ich jemanden vergessen habe, tut es mir sehr leid. Kann ich dann nicht ändern, soll er sich bei mir melden, ich prüfe das dann und dann kann man das nochmal irgendwie anders regeln. Ja, wir fangen einfach mal mit den Logo-Leuten an. Ich kopiere mir die hier raus und randomize diese mit dem schönen Randomizer von Commentorio. Einfach mal auf commentorio.com/winners vorbeischauen. Vielen Dank nochmal an dich, Commentorio. Und wir randomizen jetzt einfach mal und wer das Logo gewinnt, das ist spannend. Ich trinke einfach mal ein Schlückchen, das kann ja hier etwas dauern. Ah, das hat gut getan. Es ist Full Hyper Player. Herzlichen Glückwunsch zum Logo. Ich schaue mir mal eben deinen Kanal an.
Ein schickes Design hast du. Ein Logo kann ich dir dann noch erstellen. Dazu schreibst du mir einfach mal eine personenbezogene Nachricht, eine persönliche Nachricht über YouTube. Dann können wir klären, ob du das Logo vom Video haben willst oder ob ich dir eins nach deinen Wünschen erstellen soll. So, kommen wir zu dem Design-Part. Hier gab es auch einige Teilnehmer und wir randomisieren jetzt. Viel Glück an alle, die jetzt hier durchlaufen. Leider wird es nur einer gewinnen können. Und wer das sein wird, sehen wir gleich. Es ist Alushi 10. Alushi 10. Gucken wir direkt mal, wer das ist. Nein, Spaß, natürlich weiß ich, wer das ist. Er hat ziemlich viel in letzter Zeit bei Blankfit Movies dran teilgenommen und ich sehe, er hat auch kein Design, von daher passt das gut. Herzlichen Glückwunsch an dich. Und ja, du schreibst mir natürlich auch eine PN. Und dann können wir uns wegen dem Text und sonstigem noch besprechen. So, das sind die Bücherwürmer, sag ich mal so. Und wer da gewinnt, das sehen wir jetzt. Viel Glück. Seid gespannt, ein Ergebnis kommt auf jeden Fall. Ja, und das wird sein oder ist folgender MyCrow. Kommt mir auch bekannt vor der Name, hatte mir glaube ich auch ein Bild geschickt. Ja, schauen wir doch einfach mal nach. Du hast das schicke Buch gewonnen. Jugendsprache Unplugged. Ja, schreib mir auch eine PM mit deinem Namen bzw. deiner Adresse. Dann kann ich dir das am Freitag wegschicken. Dann kriegst du es, denke ich mal, in ein, zwei Tagen dann zugeschickt. Jo, das war's von der Giveaway-Auslösung. Auslösung, ha, lustig. Auslosung natürlich. Ich, ja, gratuliere allen, die gewonnen haben. Tut mir leid für die, die nichts gewonnen haben, aber dabei sein ist alles und irgendwann erwischt es jeden und ihr werdet sicherlich auch mal etwas gewinnen. Naja, vielleicht kaufe ich ja fürs nächste Giveaway nochmal drei Bücher und dann können wir die verlosen. Also, ich verabschiede mich. Hier seht ihr nochmal jetzt ein Bild zur Tutorial-Kiste und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, ich melde mich nochmal zurück. Ich bin ein Vollhonk und zwar habe ich vergessen, am Ende die Uhr nochmal einzublenden. Jetzt habe ich mir da sowas Tolles hier überlegt und hab's voll verpeilt am Ende. Ja, ich hatte jetzt das Video mit Cam Studio gerendert und zeige es euch jetzt nochmal. Ich denke mal, da ist jetzt ein Unterschied von einer Minute drin und da dürfte, ja, euer Vertrauen, denke ich mal, doch nicht so negativ ausfallen. Ich glaube, denkt man nicht, dass ihr glaubt, dass ich jetzt in dieser 1 Minute Zeitspanne nochmal das Ganze neu aufgenommen habe und kommentiert habe. Da das ja schon mal mindestens 2, 3 Minuten allein von der Auslosung gedauert hat. Ja, war natürlich das erste Mal, dass ich das mit der Uhr hier machen wollte und hab's natürlich gleich richtig verhauen. Von daher tut mir das leid. Ich appelliere an euer Vertrauen und ja, das wollte ich nochmal sagen. Vollhonk des Monats. Ja, Blankstar von Blankfit Movies. Also, dann sage ich mal jetzt Tschüss und ich hoffe, ich kann euch drüber kaputt lachen.